Hallo, Tina. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Servus. Freut mich, dass wir Sie treffen. Ja. Heute auf deinen Home Trails. Was ein bisschen, kleiner Hausberg. Ein kleiner Hausberg, genau. Gell, was ein bisschen anders ist, gell, vom Gehen her. Wir sehen da im Hintergrund ja den Traunsee und den Traunstein. Ja, Tina, stell dir mal kurz vor, wer du bist. Gell. Ja, die Meeren kennen wir ja. Also ich bin Tina, bin jetzt seit 2014 im Traillauf unterwegs. Und ja, seit jetzt 2-3 Jahren halt auch im Ultralaufen, wo ich halt so meine Leidenschaft gefunden habe. Mitunter mit meinem ersten 100-Meiler, vorher jetzt 2 Jahre, muss man irgendwie überlegen zur Zeit, wo wir gerade sind, von der Jahreszahl. Genau. Bin sonst Fitnesstrainerin mit Schwerpunkt Yoga, mache Kräftigungsgeschichten, halt auch speziell für Sportler. Natürlich auch für Hobbysportler, also es sind jetzt nicht für Spitzensportler oder so, aber halt so für die breite Masse gut machbar. Und ja, bin halt, wenn man so will, 24 Stunden quasi mit dem Sport verbunden. Super, danke dir, Tina. Wo sind wir denn da jetzt eigentlich bei dir jetzt überhaupt? Wir sind da jetzt in Traunkirchen am Traunsee. Ja. Und Hochstalm kennen wahrscheinlich alle. Und da gibt es einfach nur so einen kleinen Kogi, wo ich sehr gern auf dem Marschier, manchmal laufen, manchmal wandern, im Moment ist es mehr Wandern. genau, das ist einfach so eine kleine Hausbergrunde mit ein paar Höhenmeter und wo man halt auch wirklich meistens oder oft einmal allein ist, wo man weniger Zeit für sich hat und aber trotzdem auch eine schöne Trainingsrunde draus machen kann. Tina, wir sind da jetzt auf der Rodelbahn. Genau. Wie bist du jetzt eigentlich zum Trailrunning gekommen? Oh, wie bin ich zum Trailrunning gekommen? Boah, ja, das ist eigentlich schon lange aus. angefangen hat es, dass ich eine Zeit gehabt habe, wo es noch nicht so gut gegangen ist, gesundheitlich. Und da haben dann parallel, sag ich jetzt mal, meine Familie, also Mama und Bruder, die haben in Traunsee Bergmarathon entdeckt und sind halt da dann mitgelaufen. Und ich habe das jetzt nebenbei ein bisschen mitgekriegt und habe mir dann gedacht, boah, das war eigentlich schon einmal lässig. Und wenn ich das schaffen darf, so nach der Zeit, wo es halt nicht so gut gegangen ist, war das jetzt so eine Bestätigung für mich. Und habe mir das dann vorgenommen, habe natürlich dann ein wenig zum Trainieren angefangen und habe es dann auch geschafft, einmal die kurze Distanz, und ja, habe da gleich beim ersten Mal eigentlich war Feuer und Flamme, und seitdem laufe ich. 2014 war dann mein erster Bewerb dann im Trailrunning und habe vorher lange Zeit eine Pause gehabt, war aber in der Jugend aktiv beim Skifahren und habe halt da schon so ein Training, ein Trockentraining an, ja, mit Wettbewerben, mit den Skirennen. Also ich habe das alles kennt. Und wir gehen jetzt da die Hochstauben auf, oder? Genau. Oder Wertkugel, oder wie hast du gesagt? Also das ist jetzt so die Strecken Richtung Hochsteinalm. Ja. Wo halt normal halt hinten ist, das Einkaufshaus. Im Sommer ist es ein, ja, kleiner Tierpark, ich meine, ich habe eigentlich übertrieben gesagt, da hat jetzt ein paar Viecher im Freilauf. Und du, wir gehen aber jetzt dann gleich einmal da links rauf. Okay. Gestern Merlkogel. Und da ist eigentlich fast immer Ruhe, weil die ganzen Leute halt gern zur Hütte gehen. Ja, okay. Ja. Und das Ganze liegt jetzt da in Traunkirchen, oder? Genau, also das ist zwischen, also es ist in Traunkirchen, aber du hast quasi auf der Rückseite hast du das Langbadtal, und da kommst eben sogar, also es ist sogar eine ganz kurze Teilstrecke vom Traunsee Bergmarathon. Da, wo wir jetzt gerade gehen,
laufst da ein Stück runter. Ah, okay. Genau. Tina, ja. Wir sind jetzt so herum. Wie heißt der? Das ist der Lerlkugel. Der Lerlkugel? Genau. Ist das da, wo die Leute stehen, gell? Genau. Wie hoch ist der ungefähr? Der hat nicht ganz 1000. Nein, 96. Was sehen wir denn da jetzt alles? Da hinten ist der Feuerkugel. Da hinten geht es dann um mich. Das ist noch hochlecken, Bummkugel. Die Richtung. Ja. Geht zum Attersee rüber, genau. Zum Attersee, genau. Zum Attersee rüber, genau. Ja. Super. Jawohl. Tina, du hast ja letztes Jahr ein super Projekt gehabt. Ich habe grundsätzlich schon mal vorweg den Gedanken gehabt, weil mein zweiter oder der große Hausberg ist der Feuerkugel, wo ich schon einmal oder die Idee halt gehabt habe, ja, da einfach mal so lang auf und angehen, wie es halt nur geht. Im Training habe ich es auch schon oft einmal öfters gemacht, 3, 4, 5 Mal. Und dann war halt der Gedanke, ja, machen wir es halt im Zuge von einem guten Zweck. Und ich kenne die Mama von den Vierlingen sehr gut, die ja bei dir, bei den Events, bei den Labstationen mithilft. Und hat mir bei meinem 100-Meiler bei einer Laufstation geholfen. Ja, war halt einfach da für die Läufer. Und das ist mir halt in Erinnerung geblieben und es hat sich dann einfach eine gute Freundschaft entwickelt. Und dann habe ich mir gedacht, das zu kombinieren war eigentlich eine schöne Idee. Mein Hausberg so oft zu bewältigen innerhalb von 24 Stunden, was halt mir möglich ist. Gehend für die Vierlinge, die was halt körperlich und geistig beeinträchtigt sind. Das heißt, für die, die es halt einfach nicht möglich ist und dafür halt, also im Zuge dessen, spenden für die vier zusammen. Es sind dann aus 24 Stunden 25 geworden. Und ja, es hat die Vierlinge gefreut, es hat mich gefreut, es war eine schöne Aktion. Und ja, hat super funktioniert. Ja, super. Dann schauen wir es uns an, gell? Ja. Wie es da dabei gegangen ist. Sehr gerne. Ja? Und dann reden wir später nochmal drüber. Sehr gerne, danke. Genau. Sie hat die Sonja ja kennengelernt beim Kat 100 auf einer Labstation. Und irgendwie sind die zwei Feuer und Flamme geworden und sie hat schon länger sowas im Kopf gehabt. Und irgendwie hat sie sich dann gedacht, sie macht das für einen guten Zweck für meine Familie. Also ich habe einmal so grob ein wenig nachgerechnet. Da war ich so auf 7 bis 10 Mal, dass ich rauf und runter gehe. Aber es ist halt schwarz am Sagen. Ich will mir keinen Stress machen, ich möchte einfach nur die 24 Stunden durchlaufen. Durchlaufen, durchgehen. Und ob dann am Ende 5 Mal ausschaut oder 12 Mal ausschaut, das ist dann Nebensache. Also vom Gefühl, ich sage so 8 bis 10 Mal, glaube ich, würde es machen. Thank you.
für mich war das Tempo ein Maximum. Unglaubliches Tempo, kann man es wahnsinnig schwer vorstellen, das 24 Stunden durchzuhalten. Aber die Tina weiß sicher, was sie macht und die macht auf jeden Fall das Richtige und ist mein Herz dabei. Ich bin echt müde und bin froh, dass ich jetzt herum bin. Herum war ich das Ziel gesetzt. Aber wahnsinnig erleichtert und so froh, dass ich es gemacht habe. Also einfach schön in dem Rahmen und ja, fühlt sich gerade gut an. Obwohl ich alles weh tut, fühlt sich gut an. Ich bin froh, eben, dass mir sowas passiert ist. Weil ja, ich meine, jeder, der was halt irgendwie Bewerbe macht und das irgendwie so gewohnt ist, dass es da so einen Jahresablauf gibt, da fehlt halt was. Und ja, wir haben eh miteinander auch geredet und heuer, wo halt viel dann leider nicht so gelaufen ist, wie es geplant war. Und jetzt halt dann doch nochmal lang unterwegs sein. Man tut eh als Sportler immer was, aber es ist ja der Unterschied, ob ich jetzt einmal zwei Stunden am Berg gehe oder 10 Kilometer laufen gehe oder halt dann sowas mache, wenn man das kennt, wie es sich anfühlt, wenn man jetzt ja, 100 Meilen läuft, das was ich ja schon sagen darf, dass ich es gemacht habe. Also was das, ich sage jetzt mal, das Ärgste war, was ich gemerkt habe, das war so die allgemeine Müdigkeit. Körper und Geist waren einfach müde und erschöpft. Natürlich habe ich auch Muskulatur und alles, Bewegungsapparat gespürt, aber das war eigentlich relativ schnell wieder erledigt. Das heißt, ich habe einfach dann einmal den ersten Tag geschlafen, dass ich da wieder was aufhole. Und ja, dann halt gut gegessen. Und hab dann, und das mache ich auch immer so, viel Yoga gemacht. Das ist für mich einfach so, ja, eine der besten Möglichkeiten für die Regeneration. Das ist halt auch, was ich arbeitstechnisch mache. Und mit dem bin ich immer schon gut gefahren. Und dann natürlich schon langsam gelaufen und halt gemütlich wieder angefangen. Aber so was Wildes habe ich jetzt seitdem auch nicht mehr gemacht. Du hast ja eigenes Yoga-Studio und du bist Yoga-Trainerin. Genau. Was machst du jetzt genau und wie geht es dir da dabei? Also ich habe von den Yoga-Kurse habe ich unterschiedliche Varianten. Ich mache aktive Yoga-Einheiten, wo es wirklich der Fokus bei der Kräftigung ist, bei der Stabilität, also Stabi-Training, Beinachsentraining, was ja für uns auch am Trail ganz wichtig ist. Und dann natürlich auch die ruhigen Geschichten, wo es halt wirklich um Regeneration geht, ums Dehnen, um, ja, wo es halt dann auch mehr in die Yoga-Richtung geht, Energie wieder auffüllen, auch das Mentale, was aber ja auch für uns oder für mich halt auch wichtig ist, weil, ja, mental, Motivation, das gehört halt auch beim Laufen sehr, sehr viel dazu. Ja, das Traurigste ist im Moment, dass einfach mein Raum stündigt. Also den kann ich nicht nutzen, obwohl ich erst vor einem guten Jahr eröffnet habe. Das
Gute ist, und man muss ja im Positiven sehen, dass die heute halt raus die Geschichte mit dem Online-Unterricht und die Online-Stunden entwickelt hat, was im Moment ja gut läuft. Das ist okay. Freilich kommt es immer mal mehr und besser sein, aber das passt voll gut und ich kann so einfach weiterarbeiten. Und so, ja, ich will es jetzt am Campen durch, aber so machen wir halt gerade weiter und machen das Beste draus. Aber was halt einfach wahnsinnig angeht, das ist der direkte Kontakt mit den Leuten, miteinander in einem Raum, gemeinsam zu trainieren, Yoga machen, ja. Die Zwischenmenschliche geht einfach an. Tina, ja. Jetzt haben wir Schule zwar ein bisschen davor. Ja, ist ein Wahnsinn. Ein guter, glaube ich, minus 6, minus 7 Grad. Leicht. Mehr. Ja, mehr. Was würdest du den Zusehern nur empfehlen? Das heißt jetzt auch für die Zukunft oder jetzt momentan? Also ganz wichtig, das was auch für mich ganz wichtig ist, alle positiv bleiben, positive Ziele setzen und ja, einfach so die eigenen Ziele und Träume weiter verfolgen. Und sich auf alles positiv einstellen und halt immer wieder das Gute in allem sehen, weil jede Krise und jeder Stolperstein hat was Gutes und passiert halt nicht umsonst. Und auch wenn man halt nur daraus lernen oder wenn es halt nur ein Erlebnis ist. Und wenn man es überstehen, wurscht was ist, dann sind wir halt einfach wieder stärker. Und ich meine, ich denke mir darüber, ja, ich habe das Erlebnis schon haben dürfen, dass ich 100 Meilen finish und wenn du das schaffst, dann schafft das andere auch und das kannst du so sehr aufs Leben umsetzen und da muss man auch keinen 100 Meiler hinschmischen, aber es ist einfach alles immer wieder machbar. Jawohl, super. Genau. In diesem Sinne, gell, wünscht mir da alles Gute. Gell. Wir hoffen, danke. Wir sehen dich jetzt auch bei diesem Jahr auf Trails. Alles Gute. Gell. Danke. Dann, gell, wir sehen Sie, gell. Und wir sehen uns am Trail. Danke. Hallo Andi, grüß dich. Servus Thomas, hi. Servus. Hi. Grüß dich. Du kannst dich da mal kurz vorstellen? Also, mein Name ist Schmeling Andreas. Vom Proberuf bin ich Arzt. Und zwar bin ich Unfallchirurg und Orthopäde. Und in der Freizeit bin ich halt leidenschaftlicher Läufer und seit vielen Jahren Mitglied früher Atra, jetzt Aster. Und bin halt in den erweiterten Vorstand vor ein paar Jahren aufgenommen worden und habe halt diese Mitgliederbetreuung und Verwaltung gemacht. Ja, und man entwickelt sich so weiter. Und nebenbei bin ich ein Freund von Thomas und der Thomas trainiert mich und wir gehen öfter miteinander laufen. So auch heute. Ja, was haben wir heute vor? Das weiß ich noch nicht. Ich fürchte, dass du mich zerstören wirst, wie jedes Mal wieder. Ja. Nein, wir sind da jetzt in Gmunden am Traunsee, am Fuße vom Traunstein. Und du hast irgendwas gesagt, du wolltest aufgehen am Schönberg. Am Schönberg, ja, wo ist denn der Schönberg? Schauen wir mal, da mehr Karten. Okay. Schönberg ist da. Ja, wo stehen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, Standort ist eh leicht schon her. Die wissen alles von uns. Ja, genau. Wo wollen wir hin genau? Das ist der Schönberg, gell? Schönberg, das ist da. Jawohl. Ja. Genau, und wahrscheinlich werden wir irgendwas mitnehmen. Das wird nicht der direkte Weg werden, wie die kennen.
Vielleicht ja, da so auf, dran stand so was. Irgendwie. Ja, passt, dann starten wir mal los, gehen wir zwei. Gehen wir ja, auf geht's. Andi, wo sind wir denn da jetzt? Einstieg, Naturfreundesteig. Naturfreundesteig. Ja, da geht's rauf, gell? Da geht's nicht nur rauf, sondern geht's oben auch. Da geht's oben auch am Transteig, ja. Weiter geht's, ja, mal. Wo ist der große Schönberg? Okay, so da. Ich glaube, es gibt nur einen großen Transtau und einen kleinen Schönberg. Okay. Ja, da werden wir jetzt aufgehen. Andi, wie bist du denn überhaupt zum Trailrunning gekommen? Gute Frage. Das war mal interessanter. Wie war denn das? Ja, ich weiß schon. Und mir ausschnaufen. Ich nutze auch die Gelegenheit. Sabine und ich haben eine Trainingsbetreuung gemacht bei dir für den Linz-Marathon. Aha. Und da haben Linz-Marathon gesagt, kommst du uns nach Gmunden und ich gehe mit einer gemütlichen Partie ein bisschen Trailrunning machen. Ja. Sag ich, was tust du? Ja, wegen im Gelände rumlaufen. Sag ich, passt, da bin ich wegen Wandern mit Thomas, ja. Und das war dann der erste Lauf, so rund um den Traunstall. Eh nur rund um den Traunstall. Hohe Schatte und so weiter und Laubachsee und das ganze Programm. Das war mein erster Lauf. Wann bist du an den ersten Wettkampf gerannt, so im Trail? Weiß ich gar nicht, das Salomon for Trails haben wir glaube ich gleich gemacht. Bei Portal, das ist diese vierjährige Geschichte, ja, damals 2004. Du und der Manuel, gut. 2014 sind wir, ja, die Salomon for Trails gelaufen. Ja, war ein Erlebnis. Wahrscheinlich, das war, ja. Das war das erste. Ja. Das waren 4 Tage. Es hat nicht nur geregelt, es hat auch geschüttet. Das war legendär. Ja. Ja, genau. Dann gehen wir wieder weiter, drauf am kleinen Schönberg. Dann sind wir dann fast um und am Grad und dann geht es dann rechts rüber. Thank you.
Anschluss auch noch ein Hügel von der Seite. Jetzt rennen wir wieder in Nöbi oben, gell? Na ja, das ist klar, von 6000 Höhenmeter oben auf 5 sind wir wieder in Nöbi. Ja, wie geht's da? Ja, gut. Gut, super. Gut, das ist ja halt nicht ein bisschen geläuft, sondern ein bisschen gewandert. Das ist ja ganz anderes. Ja. Kannst du dir drei dann bringen am Sonntag. Ja, der Bicek hat er halt, oder der muss schon wandern. Das ist für ihn und für ihn und wenig laufen. Genau. Ich bin ein wenig enttäuscht. Wie glaubst du, wird das Jahr werden? Ja. Naja, ich denke und hoffe, dass wir einiges an den Veranstaltungen, die wir vorgesehen nicht machen können, durchziehen werden. Vielleicht auch nicht mit der Quantität der Läufer. Allein die ausländischen Gäste werden sicher fehlen. Aber wir werden schauen, dass wir das entsprechend gut und sicher und richtig machen. Erfahrungen gibt es, Konzepte gibt es. Und ob man das dann mit Antigen-Schnelltestungen vor der Startnummernausgabe machen oder irgend sowas. Oder weiß ich nicht. Elektronischer Impfpass, der schon geimpft ist, weiß es nicht. Da müssen wir warten, was die Bundesregierung vorschläge bringt und auch Verordnungen bringt. Aber ich denke, 2021 wird es wieder Veranstaltungen geben und ich freue mich riesig drauf. Wie bist du eigentlich zu Aster gekommen? Dem der Thomas mich gefragt hat und ich viermal Nein gesagt und beim fünften Mal habe ich ja gesagt. So ungefähr war das, ja. Also so wie jeder andere. So wie jeder andere. Also Thomas ist einfach der Zacherhund. Und ist still genug. Nein, es ist irgendwie, die einen engagieren sich halt ehrenamtlich beim Tierschutzverein und die anderen bei weiß ich nicht wo, Bergrettung. Und
bin halt Mediziner und leidenschaftlicher Läufer. Und das ist halt mein Teil, was ich in die Gesellschaft zurückgeben kann. Meine medizinische Erfahrung kombiniert mit dem Lauftrieb. Und ja, ich sehe das einfach wie eine ehrenamtliche Geschichte. Und das mache ich gern. Und offensichtlich nicht so schlecht, weil ich muss jetzt auch wieder noch mehr übernehmen und machen. Und ich mache es natürlich mit entsprechendem Spaß und Unterstützung von der Familie, die da voll mitzieht und auch dabei ist. Was sind denn jetzt nur deine Aufgaben bei der Astra? Was machst du da? Naja, ich bin ein bisschen Mädchen für alles. Natürlich den medizinischen Hintergrund, dann die ganzen Tappgeschichten, was fordert man von dieser Notfallausrüstung, Sicherheitsausrüstung. Ja, damit habe ich schon Ehre gehabt, das Nationalteam der Astra bei der Jahrestreffen und miteinander Training begleiten zu dürfen und Kontakte zu knüpfen und meinen medizinischen Partner auszuspielen. Und so sehe ich ein bisschen das, ja, einerseits ein bisschen das Medizinische, andererseits ein bisschen dieses Grundgedanken von unserem Verein. Warum sind wir da, für wen sind wir da? Aber das auch immer wieder ein bisschen Bewusstsein ruft. Und ich denke, es läuft ganz gut. Ja, ja, wir haben ja ungefähr, sagen wir jetzt, glaube ich, 200 Mitglieder haben wir. 225 bis 230 Mitglieder haben wir. Ja. Trotz Krise, trotz Corona haben wir sehr viele wieder 2020 dazugewonnen. Ich glaube 25 oder 30 zusätzliche Mitglieder, die sich bei uns angemeldet haben, bei unserem Verein. Ja. Ja, du bist ja auch für die Mitglieder zuständig. Ja. Was ist da der Aufgabe? Es geht um die Mitgliederbetreuung, die Organisation. Es geht davon los, die Anmeldung zu bearbeiten, ins Programm einzugeben. Was aus für Leihwahlgröße, was schickt man da? Die Bergschutzfonds auszuschicken, die gebraucht werden. Ja, ein bisschen so der Ansprechpartner. Und Schaltstelle zwischen Vorstand und Mitgliedern halt einfach zu sein. Ja, wie lange können wir jetzt eigentlich hoffen, dass du Sünder da halten bleibst? Ja, das ist die Frage. Das habe ich mir noch nicht überlegt, das kann ich nicht sagen. Es wird wahrscheinlich ein Teil noch sein. Also solange du immer so gut fit halten tust. Genau. Solange ich im Budget mitrennen kann und lachen kann dabei und Spaß hat dabei, ja, solange machen wir das. Ja. Was würdest du wünschen von der Astra in der Zukunft? Was heißt? Ich glaube, was wir viel mehr machen sollten, ist unsere Stärken ausspielen und auf die Stärken hinzeigen. Wir sind super vernetzt, wir sind super strukturiert. Wir haben für fast jedes Problem oder für fast jede Frage eine Lösung. Das sollte man vielleicht ein bisschen mehr kommunizieren. Das ist, glaube ich, und alleine wenn man schaut, wie viele Zuwächse wir haben vom Ausland, von Mitgliedern, die beim österreichischen Trailrunning-Verband dabei sein wollen, gerade aus Deutschland und so weiter, da merkt man schon, die merken das und die schätzen das, dass da was geschieht. Und ich glaube, das müssen wir einfach mehr kommunizieren, für uns von der Haustür, wer wir sind und was wir sind. Geht das, fängt das an. Bei 1899. Das war Wahnsinn. 15.08. Ja, ja. 1899. Wo möchtest du noch hinkommen? Sportlich gesehen. Sportlich gesehen, ja. Schwierig. Ich bin froh, wenn ich 10 Jahre das andere laufen kann, was ich eingelaufen bin mit dir. Ja, es gibt schon so Geschichten, die man so machen. Es gibt die großen Klassiker, es gibt einen UTMB, es gibt an Transalpin-Run, wo du sagst, boah, das war halt einmal cool, da einmal teilnehmen zu dürfen. Da geht es gar nicht um eine Platzierung, da geht es um Finishen und die Atmosphäre genießen. Das sind sicher Sachen, die ich noch nicht ganz abgekackt habe. Ja. Ja. Aber ich freue mich auch wieder über die kleinen Läufe, wenn wir wieder im Nachbardorf stattfinden dürfen. Also, auch die habe ich nicht ausgelassen. Gell. Was möchtest du uns den Zusehern noch mitgeben? Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt stark, bleibt positiv. Schaut nach vor, nicht nach zurück und es wird schon werden. Danke, ja, auf geht's, super. Ja,